So. Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Tutorial von Barclay for You. Heute wollen wir so ein schickes Armband machen. Das Besondere an diesem Armband ist, dass man die Größe komplett über diese Knoten verstellen kann. Ich kann das mal zeigen. Ich finde das ein super cooles Prinzip und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Los geht's. So, damit ihr so ein schönes Armband machen könnt, braucht ihr als allererstes mal Paracord. Welchen Typ ihr nehmt, ist eigentlich relativ egal. Ich würde das davon abhängig machen, wie groß euer Handgelenk ist und welchen Stil ihr haben wollt. Das hier ist jetzt Paracord Typ 3. Es hat einen Durchmesser von 4 mm. Ihr könnt aber auch gut Typ 2 nehmen, das sind dann 3 mm. Ist dann noch etwas schmaler. Insgesamt braucht ihr so ungefähr 50 bis 60 cm. Damit solltet ihr gut hinkommen. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, hat das Ganze so ein bisschen spitzere Enden, damit wir gleich keine Schwierigkeiten haben, durch die Perlen durchzukommen, damit wir die gut auffädeln können. Wir machen das immer in unserem Shop, bevor wir die Paracord-Sachen wegschicken, dass wir die einmal so ein bisschen spitzer machen, damit ihr dann da keine Probleme habt. Wenn ihr jetzt ein Paracord aus einem anderen Shop habt oder wie auch immer, dann, ich verlinke euch in der Beschreibung, wie ihr das am besten so spitz kriegt. Kurz gesagt, einmal erhitzen und dann so ganz vorsichtig ein bisschen langziehen. Wenn da Kinder zugucken, bitte nicht selber machen, fragt eure Eltern, die helfen euch bestimmt gerne. Okay, los geht's. Schritt Nummer 1, wir fädeln erstmal die Perlen drauf. Ich habe mir heute ein Kleeblatt, dann den Namen Anna und ein kleines Herz ausgesucht. Ich würde empfehlen, das Ganze von rechts nach links drauf zu fädeln, damit ihr es am Ende auch wirklich in der Reihenfolge habt, die ihr euch wünscht. Das muss ich selber mal gucken. So. Einmal drauf, kostet manchmal so ein bisschen Friemelarbeit. Sollte aber alles gut machbar sein. So könnte das dann am Ende aussehen. Welche Perlen ihr benutzt und welchen Namen, das ist natürlich komplett euch überlassen. Okay, dann kann es auch schon losgehen. Wir schieben die Perlen so ein bisschen weiter nach unten. Wichtig ist jetzt, dass dieses Stück rechts hinten bleibt. Wir wählen jetzt so eine Schlaufe für das Armband. Einmal rüber. Zack. Wir können das hier so ein bisschen festhalten mit Zeigefinger und Daumen. Das hier ist rechts hinten. Das hier ist links vorne. So, ihr könnt schon ein bisschen auf die Größe achten. Es sollte ungefähr so sein, dass ihr mit Mühe noch mit der Hand da durchkommen würdet. Das Ganze können wir dann aber mit dem zweiten Knoten auch noch anpassen. So, der erste Knoten. Wir nehmen das rechte Stück, führen das einmal durch die Schlaufe durch und ziehen es hinten so ein bisschen raus. Diese Schlaufe dürfen wir nicht verlieren, die ist wichtig, die lassen wir da. Das gleiche machen wir dann einfach nochmal ein Stückchen weiter vorne. Wir nehmen wieder das Ende, ziehen es wieder einmal durch. Jetzt haben wir hier zwei Schlaufen und dieses Endstück geht jetzt durch beide Schlaufen durch. So. Dann einmal festziehen und dann habt ihr den ersten Knoten schon. Wie ihr sehen könnt, gibt es jetzt ein festes Stück. An diesem hier können wir nicht mehr ziehen, das ist wirklich fest. Und hier können wir aber das Armband immer noch verstellen. Mit dem hier wird die Größe angepasst. Jetzt könnt ihr also nochmal hergehen und gucken, okay, hier würde ich jetzt gerade noch so durchkommen. Das ist die richtige Größe. Dann drehen wir das Ganze um, damit das Endstück, was wir jetzt noch nicht befestigt haben, wieder rechts hinten ist. Nehmen das, machen jetzt genau das gleiche nochmal. Wir gehen wieder durch, bilden eine Schlaufe, nehmen dann das Endstück, gehen davor nochmal durch, bilden die zweite Schlaufe, achten wieder darauf, dass wir die hier behalten, nehmen das Ende und führen das Ende einmal durch beide Schlaufen durch und ordentlich festziehen. So, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt so eine kleine Lücke zwischen den beiden Knoten, das würde ich auch empfehlen. Dadurch könnt ihr es jetzt verstellen. Also wenn ich jetzt beide ganz aneinander schiebe, das ist dann quasi die größte Größe, die es gibt, kann man das bequem ummachen, das Armband. Und wenn man diese beiden, das ist alleine immer ein bisschen schwierig, da sollte man sich Hilfe suchen, auseinanderzieht, dann wird das Ganze nämlich enger. Zieht es ruhig einzeln auseinander, ist ein bisschen leichter, könnt ihr sehen, wird das Ganze viel kleiner. Das ist ganz schön, dass man das so individuell eben anpassen kann. Gerade wenn man das als Geschenk macht, hat man da eine Möglichkeit, dass wirklich jeder am Ende mit dem
ob man zufrieden ist. So, jetzt haben wir natürlich noch diese Enden hier. Die wollen wir auch noch loswerden. Das ist ganz einfach. Wir schneiden sie einfach an dem Knoten ab. Brennen das Ganze, beziehungsweise erhitzen das Ganze mit einem Feuerzeug oder einem Brenner. Und drücken es so ein bisschen in die Knoten rein. Für den Abschluss braucht ihr eine Schere und so ein Brenner, aber normales Feuerzeug tut es auch. Wenn ihr langfristig viel mit Paracord arbeiten wollt, dann würde ich empfehlen, so ein Teil hier zu kaufen. Das kriegt ihr ganz günstig auch in einem Euroladen. Es hat einfach den Vorteil, dass das Ganze nicht so leicht schwarz wird, weil das kann bei einem Feuerzeug passieren, wenn man da nicht vorsichtig ist. Okay, so. Wir gucken uns also den Knoten an. Das ist das Ende, das wir loswerden wollen. Das schneiden wir jetzt ganz nah an dem Knoten ab. So. Wichtig ist jetzt, dieses Band hier, da dürft ihr nichts festkleben. Also wenn das gleich flüssig wird, beziehungsweise schmilzt, dann aufpassen, dass ihr das nicht auf dieses Band bringt, weil sonst könnt ihr das Ganze nämlich nicht mehr verstellen. Also wirklich nur hier an den Knoten selber festdrücken. Ich würde es empfehlen, auch nicht mit der Hand zu machen. Ihr könnt euch zum Beispiel so eine Schere dazu nehmen, um das wirklich so ein bisschen da reinzudrücken. Okay, so, machen wir das Ganze mal. Seid da wirklich schnell. Das Ganze wird ziemlich schnell wieder hart. Und wenn ihr da zu lange wartet, dann könnt ihr den ganzen Spaß nochmal machen. So, zack. Könnt ihr noch ein bisschen mit der Hand nachdrücken. Und dann ist das wirklich fest. Das reißt auch nicht. Insbesondere, wenn ihr Paracord benutzt. Bei Polycord kann das anders aussehen, aber dazu wird es auch nochmal ein anderes Video geben. So, das Gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. So, damit ist das Armband auch schon fertig. Ihr habt es geschafft. Ich finde das Schöne an diesen Armbändern ist, dass man es in so vielen verschiedenen Farben machen kann. Man kann es komplett personalisieren, indem man andere Namen nimmt, andere Perlen nimmt. Eignet sich super als Geschenk für Weihnachten, zum Geburtstag oder als Pärchenarmband zum Beispiel. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, damit wir wissen, ob wir mehr von diesen Tutorials machen sollen. Und abonniert ganz kostenlos den Kanal, dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ach so, und falls ihr auch so ein Armband machen wollt, dann guckt doch mal bei uns im Shop vorbei. Wir haben so ganz viele verschiedene DIY-Sets in unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen Perlen. Vielleicht findet ihr was euch gefällt. Okay, bis dann. Ciao.